Oh, Alter, was geht ab, Leute? Okay. Es gibt jetzt Bang Me. Brandneuer Laden. Digga, ich hab so Hunger, Mann. Kuss geht raus an eine Freundin von mir, die Saga. Saga aber ist eine Vietnamesin. Die ist einfach Detective Conan der neuen Foodspots in München. Und ihr seht gleich, warum ich unbedingt dahin wollte. So. Digga, wer benutzt bitte Kojiro? Katsuki. Hier noch ein bisschen. Das Full Metal Alchemist natürlich. Und Bleach natürlich. So, schauen wir uns mal das Angebot an. Es gibt ein paar Bangmis, Fingerfood, Suppen, Rice Bowls, Getränke, Neueröffnungsangebot, Dessert. Ja, mich spricht nur B1 an, um ehrlich zu sein, sonst absolut gar nichts. Dieses, einmal wenn ich alle 10 Döner teste. Außer du kannst mir einen krassen Titel davon liefern. Bester Döner Münchens. Ja, wow, das kannst du von jedem Döner sagen. Das ist nicht speziell. Das kannst du auch von vielen Döner sagen. So, wir haben hier einen Bang Me. Wie gesagt, ich habe leider nichts anderes angesprochen und ich glaube, es wird mir safe nicht reichen. Ich habe schon überlegt, danach noch einen Döner testen zu gehen. Da ist hier in der Nähe sogar einer, der auf meiner Liste steht. Der erste Hype-TikTok-Döner in München. Ja, also Größe wie erwartet. Heute musst du das erste sagen. So, sag mal ja. Den letzten, den ich hatte, war der von Kaufhof. Da unten, oder was Karstadt oder was auch immer das war. Finde ich gut. Was sagst du? Ist das wahr? Ist das wahr? Das schmeckt gut, oder? Ja, sowieso. Also das schon. Ich habe nicht den Vergleich zu dem anderen da, den du neulich probiert hast, an der Uni. Achso, ja, das ist der vom Kaufhof. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich 3 davon geschaffe oder 4. Aber geschmacklich fand ich es gut. So. Ich kann meine Gedanken noch nicht so klar formulieren, Leute. Ich habe echt noch zu Hunger. Kommt direkt aus dem Gym, nicht gefrühstückt. Ich glaube, wir müssen erst einen Döner reinziehen und dann. Kann ich mir hier Gedanken machen? Ich bin gerade echt nicht bei mir gerade. Erzähl mir von irgendeinem Döner. Also nicht Jürgen, ich kenne den schon. Er sagt so, er könnte den jeden Tag essen und ich soll ihn demnächst unbedingt mal testen. Ah, so Leute. Ihr seht das im nächsten Video. Wir haben uns jetzt spontan noch einen Döner reingezogen. Und ja, ich kann wieder klar denken, ich bin voll. Jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt können wir Klartext über den Bang Me erstmal reden. Ich soll anfangen? Fang du an. Ja. Ich fange an, okay. Er war nicht schlecht. Er war jetzt gut. Ich finde spärlich belegt, also normalerweise brauche ich immer 2 Bang Me. Aber hier möglicherweise sogar 3. Also ich fand den. Wie soll ich das beschreiben? So.
Ja, da war mir einfach nicht genug Inhalt drin. Nicht genug Proteine, nicht genug vom Main-Ding. Es war gut, frische Zutaten, Minze hat man geil geschmeckt, alles knackig, alles fresh, Soße war geil. Paté ist ein bisschen untergekommen, also laut Karte war das drin, aber ich habe das gar nicht geschmeckt. Brot ist okay gewesen, es war schwächer als der beste Bengmilan in München. Aber sonst war okay, ich würde dem eine solide 7 von 10 geben. Kann man machen, wenn man hier in der Nähe ist, weil Bengmilan gibt es gar nicht so viele in München. Aber das ist jetzt kein... Der Unterschied zu dem besten Bengmi-Laden in München ist, nach dem anderen sehne ich mich, da habe ich Gelüste danach. Dieser Laden war jetzt, okay, kann man essen, kann man, war jetzt nicht schlecht. Also das ist halt ein Weltenunterschied zwischen, du liegst irgendwann mitten in der Nacht zu Hause und auf einmal hast du Bock auf diesen Bengmi, oder dieser Laden hier, ja, war ganz okay. Also ich fand auch, geschmacklich fand ich ihn sehr, sehr gut zu machen. Kann man auch gut essen. Aber da war das Fleisch, das war nur so in der Mitte vom Sandwich. Ich habe immer in der Mitte einmal abgebissen, um das Fleisch zu bekommen. Und dann habe ich ein bisschen vom Rand. Genau, ja, ja. Und da halt aber sonst die Zutaten. Ich fand auch die Pickles, also die fand ich echt ganz geil. Also die Karotten und der Rettich und so, fand ich alles top. Ich fand auch das Fleisch geil, aber es war zu wenig. Und das Paté war nur so in der Mitte auch wieder drin. Und ich finde, das sollte man halt überall einmal auf den Boden so streichen. Eigentlich schon, ja. Ja, genau. Und dann sollte das Fleisch halt auch bei jedem Bissen drin sein. Und was hast du entdeckt? Kein? Kein Maggi. Yes. Das ist eigentlich auch eine Hauptzutat. Eigentlich ja. Und das schmeckst du auch krass raus, ne? Das schmeckst du krass raus? Das schmeckst du wirklich krass raus. Und das war nicht drin, aber ich fand sonst das Fleisch auch mit der, ich weiß nicht welche Soße die da rein haben, fand ich echt ganz geil. Also geschmacklich fand ich es auch top. Auch die Zutaten fand ich top. Das war, wie du sagst, zu wenig und nicht gleichmäßig verteilt. Und das Brot fand ich gut, aber ich hätte gesagt, vielleicht ein bisschen weniger knusprig. Ein bisschen weniger, ja. Ein bisschen weniger, aber nur ein bisschen. Ja, ja. Das sollte ein bisschen fluffiger, genau. Und dann wär's so. Yes. Yes, yes, also yes. Ich würde sagen 7 von 10. Ich habe 7 von 10 gesagt. Also ich hätte auch, da würde ich immer hingehen und essen, aber es garantiert sich eigentlich nicht, weil es zu wenig ist. Ja, also es hat 9 Euro gekostet. Für 9 Euro? 9 Euro ist, ich glaube auf jeden Fall teurer als Bang Me Min. Teurer als ein Döner. Und ich würde sagen, weniger befriedigend als ein Döner. Viel weniger. Ja. Man fühlt sich gesünder vielleicht danach, aber das war's. Aber wie viel Gramm Fleisch glaubst du war da drin? 150 maximal. Eher 100. 100 ist ja meistens in einem Döner 100 bis 150. Und das war so viel? Ja, dann war es irgendwie 80 Gramm oder so. Da war auch sowas. Also echt nur in der Mitte und wenig. Ja, ja, genau. Das fand ich, finde ich nicht geil. Du bist eigentlich auf so halt, dass du... Ja, bei jedem Bissen. Bei jedem Bissen, ja. Auch das so Paté, muss sein. Das muss halt überall hingestrichen werden. Das muss eigentlich einmal unten komplett eine Seite. Und oftmals machen sie auch noch Mayo rein, was ich eigentlich auch ganz geil finde. Genau, Mayo ist eigentlich und auch. Das hat mir irgendwie auch so ein bisschen gefehlt. Das ja, dafür hatten die ihre eigene. Sag mal, eigene. Die war schon ganz gut. Die war so gut, ja. Ja. Dann. Also, ich bin eigentlich nur wegen dieser Anime-Wand gekommen. Muss leider sagen, die ist irgendwie ein bisschen hässlich gezeichnet gewesen. Ich weiß nicht, wer das gezeichnet hat, also ich will niemanden wissen hier, aber ich glaube, sogar ich hätte das besser zeichnen können. Aber sonst ist es cool, kann man einmal machen, aber ja, ist jetzt kein Laden, wo ich extra zum Ostbahnhof hierher fahren würde, um da hier Bengmi zu essen. Aber es kommt mal ein Video, ich teste alle Bengmis in München und dann gibt es das Ranking. Ich denke, der ist irgendwo im Mittelfeld, vielleicht oberes Mittelfeld, aber ja. Mehr auch nicht. Hätte ich auch gesagt. Und ich finde es, wie gesagt, das Schlimmste ist eigentlich, dass es zu wenig ist. Also ich finde, für 9 Euro sollst du schon zumindest beim Sandwich einigermaßen satt werden. Eigentlich schon 9 da Euro. Da musst schon. Du eigentlich 18 Euro zahlen, musst du überlegen, dass du satt wirst. Das ist schon für ein Sandwich, wo so wenig, das finde ich nicht fair. Finde ich kein guter Value. Kein guter Value, ja. Oder vielleicht sogar 27 Euro. Heute ist Action anscheinend. Bayern gegen Gala. Gala-Fans schon sehr lautstark hier. Oh, sogar Reporter, türkische Reporter sind am Start. Okay, wir sehen uns. Da bis zum nächsten Mal. Kuss geht raus an Faker Baby. T1 hat heute gewonnen. Oh, Spoiler. Aber ich glaube, jeder, den es interessiert, der weiß es schon. Kuss geht nicht raus an diesen neuen Bengmi-Laden. Also mich hat die Anime-Wand gelockt, aber um ehrlich zu sein, war das nicht so gut gezeichnet. Das Bengmi war okay, solide, aber wenn man Zeit investiert, wenn man Geld investiert, wenn man freie Kalorien investiert, dann will man wirklich etwas, wo man sagt, hey, das hat sich gelohnt. Und solche Läden, die sind einfach nur okay.
Man will die Schätze finden. Die Läden finden, wo man sagt, boah, die sind krass, das war geil, das war saftig. Irgendwann, wenn man einfach so chillt, kriegt man auf einmal so Gelüste nach diesen Läden. Ja, und davon gibt es halt ein Bang Milan in München. Und das ist kein Vergleich. Kuss geht aus an den noch kritischen Boss. In dem Fall war er nicht so kritisch, aber beim nächsten Video, mein Gott, da haut der Kritik raus vom Feinsten. Da macht er seinem Namen alle Ehre. Bleibt gespannt. Das war's von mir. Kuss geht los an Faker. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram. Bis zum Bitcoin-Leben. Grow Crypto Cashflow generieren. Jeden Tag checken. See you in business. Und ciao.